Wie viel fehlt denn noch? Ah, noch. Noch 5. Aber die könnte ich mir jetzt auch kaufen. Aber dann habe ich so gut wie nichts mehr an Ruhm. Oder investiere ich lieber in Härte? Ach Gott, ich weiß es nicht. Nee, ich nehme mal einen Einfluss, der kann nie schaden. Wie man sieht, hat sich ja schon mehrmals bewährt. Du hast doch sicher ein paar Buddeln Rum für mich übrig. Ich sagte, das ist mein eigener Privatvorrat. Wie kommst du darauf, dass ich teile? Du kannst das doch unmöglich alles saufen. Naja, wenn ich einen guten Tag habe, trinke ich schon die eine oder andere Buddel leer. Aber, ich will mal nicht so sein. Hier, mehr gibt's nur gegen Gold. Klar? Ja, oder gegen Taschendiebstahl. Immerhin noch einen ergattert. Was grunzt denn hier so rum wie Sau? Ach, da pinnt so einer. Checo. Checo. Was suchst du? Ach, er kann sogar. Behalte deine Finger Deutsch. Bei dir. Wunder, Wunder. Jedenfalls. Ab. Wo ist jetzt nochmal dieser. Dieser witzige Vogel? Nicht hier. Da unten. Nee, stopp. Ach, das war doch an auf dieser Höhle. Sieht so aus, als käme ich aber hier rum dann hoch. Muss ich ausprobieren. Erstmal hole ich mir den Schatz, wenn es denn möglich ist. Das heißt jetzt links am Haus vorbei. Also hier entlang, mitten in into the Darkwood. Aber alles abgebrannt, verwüstet, aber die Markebären, die sind hartnäckig, die wachsen dort noch. Ah, Spinne. Ekliges Vieh. Wenn ich denn mal sehen würde. Aber naja, die Blätter. Man kennt das Problem ja bereits. Ich hasse Insekten. Insekten ist ein guter Begriff für so ein Riesenvieh. Na, wo ist er dann nun, der Schatz? Oh, X. Da könnte was sein. Nun, die Animation hat man wohl auch 1 zu 1 aus den Vorgängen übernommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh, eine Schatztruhe. Wo kommt die denn auf einmal her? Aber das X ist natürlich noch da, ne? Daran hat sich nichts gerüttelt, trotz aller Demolierung mittels Schaufel. Logo. So ist es jetzt eigentlich. Ja, achso, wird abgehakt. Schick, schick. Bedeutet, gehe ich jetzt hier entlang. Um mal zu schauen, was es hier noch so gibt an ekligen Viechern. Ja, mache ich einfach mal. Zuvor nehme ich noch mal ein Stückchen Proviant zu mir. Ja, also alles nur so Dinos wie bisher anscheinend. Oder so Dinos sehen eher schon aus wie, ja, meine ich doch so Babydrachen. Feuervogel ist auch ein guter Begriff dafür. Psst, ruhig. Soll sich nicht so dran stellen. Er könnte kooperieren, das würde alles einfacher machen. Ah, stimmt. Vorhin hatte ich ja noch ein neues Schwert oder so bekommen. War irgendwas mit Intermesser. Müsste ich mal gleich nachschauen, ob sich das denn lohnt, anzuziehen. Das ging schnell. Da ist doch noch einer gewesen, ja. Aber der hat sich kein bisschen daran gekümmert, dass wir seine Brüder und Schwestern. Was sind das eigentlich? Zwitter, wahrscheinlich. Ich habe noch keinen Feuervogel oder Drachen bei der Paarung gesehen. Ja.
steht nicht mehr auf. Oder mal etwas darüber gelesen oder sonst irgendwie. Verdammte Schatten! Ja, die Viecher sind eklig. Ach, aber mit der neuen Skillung doch nicht mehr ganz so schlimm. Bei denen hatte ich doch schon mal deutlich mehr Respekt. Jetzt schlage ich sie ja mit links. Nein, nicht ganz. Das Schwert führe ich weiterhin mit rechts, aber... Ah, nächste. Ja, das ist natürlich böse. Also wenn man was von denen abkriegt, ist es weiterhin übel. Aber solange man trifft, ist alles gut. Ende gut, alles gut. Ja, wie gesagt, man darf sich bloß nicht selbst treffen lassen. Das zieht halt rein und deswegen gibt es wohl immer noch... So, wo wir schon gerade wieder so eine Pflanze aufgesammelt haben, will ich doch gerade mal gucken. Okay. Irgendwas stimmt mit diesen Steinen nicht. Die schweben irgendwie, genauso wie das Holz daneben. Witzig. Naja, passiert. Ich wollte gerade schauen. Hintermesser, genau. Bringt ja nichts. Aber ich kann's aufrüsten, wenn ich schmiedfähig wäre. Bräuchte noch 4 Eisenerz und 10 Muscheln. Ja, das ist ja eher weniger eine Herausforderung. Trotzdem wäre cool. Und jetzt wollte ich hier gucken bei den ganzen Pflanzen, ob es denn irgendwelche dauerhaften Steigerungen gibt. Die gab es ja schon noch früher immer so Stärke plus 10 oder plus 5 und maximales Leben plus 5. Ah, ja. Kann richtig verwendet die Überzeugungskraft permanent steigern. Zum Beispiel sowas. Oder List. Ansonsten, nee, sonst nix. Na, immerhin. Etwas war es doch schon mal. So, gerade nochmal ein bisschen Erz. Dreckige Erze abbauen. Mit so viel Muskelkraft schlägt er darauf ein. Sie können sich nicht wehren und fallen herunter. Kristalle. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Ei. Ja, wie so ein... Ah. Ja, gut. War wohl ein Ei. Apropos, wegen Fernkampfwaffe brauche ich ja auch Kugeln. Und habe ja gesehen, dass ich nicht allzu viele habe, aber ich habe bisher auch noch keine gefunden. Also muss ich ja auch kaufen, selbst herstellen. Also ich glaube zumindest mal, dass ich keine irgendwo mal aufgenommen habe. Also wenn mein Gegner gegen die Wand spielt, dann ist das echt ein easy Job, die zu besiegen, weil ausweichen ist dann nicht mehr. Zurückschlagen tun sie dann auch selten. Ach, schon wieder so schwer zu früh weggesteckt, also irgendwie bin ich in der Hinsicht ein bisschen eine der zu schnellen Sorte. Moment, hängt das Ei wieder? Oder noch? Oder ist das offen und hängt da? Erkenne ich ja nicht so genau. Los, nächstes. Was war das? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Irgendwas war da unten. Ein komischer Lichtstrahl, glaube ich. Unheimlich. Ah, das. Okay, Moment. Ich habe den nämlich gerade etwas entdeckt. Und zwar da hinten. Scheint eine Waffe zu liegen. Fliege ich gerade mal rüber. Gut, ich bleib hier. So. Naja. Waffe in Anführungszeichen.
Mir hat gesagt, er bleibt hier und er kann da einfach hochspringen. Ich hätte das bestimmt nicht hinbekommen. Ich hätte es wieder geheißen. Nee, du musst zaubern. Du darfst hier nicht hochspringen. Egal, ich probiere es auch gar nicht mehr. Ist jetzt wurscht. Also, keine böse Überraschung. Gut. Beruhigt. Weiter geht's. Wohl allzu weit dürft's ja nicht mehr gehen. So, das war jetzt Intuition, einfach mal hier umzuschalten, aber diese komischen Sounds, diese Musik macht mir irgendwie Angst. Ah, Ghule. Nicht so schlimm. Ne, was ist denn das für ein Vieh? Ich glaube, wir ziehen uns mal ein bisschen, also locken die mal ein bisschen weg, weil ich habe keine Lust, dass wir... Ach ne, ich glaube, er hat uns schon entdeckt. Scheiße. Also schnell mit den Buben fertig werden, bevor wir es hier mit zu vielen Gegnern auf einmal zu tun bekommen. Ah ne. Hat sich anscheinend doch nicht so für uns interessiert. Oder gleich. Ist das jetzt so eine Drohgebärde, die macht, bevor uns angreift? Nee. Scheint nicht. Ja, das kriegen wir hin. Ich bin zuversichtlich. Ach, immerhin, kommt nur eine. Erstmal ein Höllenhund. Also immer Step by Step ist die beste Taktik, quasi schon immer. Also vor allem, wenn man gegen extrem stärkere Gegner kämpft. Wo ist er dann jetzt hin? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Jetzt erstmal diese komische Scherge. Ich hoffe, er kommt auch so weit. Nee, jetzt interessiert er sich eher für die Knochen, also für bei uns. Hm. Dir, du Mistvieh. Moment. Du Mistkerl. Du Mistscherge. Schurke. Und da war's mit dem Schergenleben aus. Ah, immer diese wundervoll dargestellten Finishing Moves. Die quasi zum Prahlen unserer Macht dienen. So, immer feste drauf. Ja, der wird, denke ich, machbar sein. Wenn Bones auch nur fest genug draufhaut, dann geht das bestimmt. Ja, hau ruhig gegen den Baum. So zerstörbare Umgebung wäre es dann jetzt noch, dass dann eben die Bäume umfliegen und nicht so statisch eben rumstehen. Das wäre bestimmt doch ein nettes Feature, aber das würde dann entweder zu aufgesetzt wirken, weil es nur an wenig Stellen möglich wäre, oder es wäre einfach viel zu übertrieben, weil dann alles kaputt gehen müsste, von wegen Häuser, ja. Kann man sich ja sicher denken. Also ist zwar nett und lustig, vor allem in Shootern, wie jetzt also bei Battlefield, finde ich, funktioniert es doch eigentlich recht super. Aber hier so muss es nicht sein. Definitiv nicht. Außer man kann es so intelligent lösen, dass es weder aufgesetzt noch übertrieben wirkt. Aber ich wüsste auf Anhieb nicht, wie man das machen soll. So, zieht uns jetzt in die Höhle rein. Und ah ne, der hat von der anderen Höhle gesprochen. Oh, Mann, habe ich mich mal erschrocken. Von der anderen Höhle gesprochen, wo wir auch schon drin waren, mit dem
Totenkopf als Eingang, wo Severin von dran steht, um die Stellung zu halten, wie er selbst sagt. Unser wackerer Freund. Das ging schnell. Naja. Könnte schneller gehen. Coole. Noch mehr coole. Immer dieselben Viecher. Oh, es stirbt. Du dreckiges Etwas. Was Riesenpilze hier. Wenn die mal davon nicht geraucht haben, würde mich wundern. Drogen sind doch allseits beliebt unter so Viechern, ne? Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Immerhin motiviert ist er ja bei uns, ne? Will sich Mützen machen, Schädel einschlagen, will Mistviecher erledigen. Ja. Das ist wirklich ein Mann voller guter Taten tragen. Oh. Kobold. Okay. Mal was Neues. Ja.